Einzelfall zum eklatanten Nachteil des Betroffenen. Sie werden, ja, ich wollte sowieso gerade auf Sie zukommen und sagen, das ist ja nicht nur am Rande, ist ja nicht nur am Rande ein konsularisches Problem, was Herr Mayer anspricht. Wie plausibel ist das aus Ihrer Sicht? Jetzt, ich möchte kurz zum Johnny Carr-Fall etwas sagen. Der Hauptverdächtige ist in die Türkei geflüchtet. Danach, also ich möchte zu Ihrer Überraschung etwas sagen. Zuerst, die Türkei ist ein Rechtsstaat. Wie Deutschland ein Rechtsstaat ist. Die Sonne, also, ja. Sie kennen wahrscheinlich die Türkei nicht so nah, wie ich die Türkei kenne. Die Türkei ist ein Rechtsstaat und der Hauptverdächtige in dem Fall von Johnny Carr kam nach Deutschland nicht zurück auf irgendeinen politischen Druck hin, sondern es wurde ein Rechtshilfeverfahren eingeleitet von der deutschen Seite aus, wie es im internationalen Recht üblich ist. Also man hat sein Dossier in die Türkei geschickt an die türkischen Justizbehörden und hat mitgeteilt, dass er verwickelt ist in einen Mordfall und dass man ihn festnehmen und ausliefern sollte. Die Türkei hat die Auslieferung abgelehnt, aber die eigenen Ermittlungen eröffnet, weil Totschlag auch im Ausland, auch für einen türkischen Staatsbürger, ein Straftat ist. Also diese Straftat, wenn ein türkischer Staatsbürger im Ausland begehen würde, würde genauso in der Türkei vor ein Gericht gebracht und er würde dafür die Strafe bekommen. Nachdem die Deutschen, ja genau, Sie wissen das ja, nachdem Deutschland dieses Dossier in die Türkei geschickt hat und die türkischen Behörden mit den Ermittlungen angefangen haben, hat sich Onur U., der Hauptverdächtige, in die Türkei, nach Deutschland zurückversetzt, weil er sowieso vor dem Recht keine Möglichkeit hatte zu entfliehen. Und er ist nach Deutschland gekommen. Ich verfolge sehr nah diesen Fall. Jeden Tag, jeden Gerichtstag bekomme ich Berichte davon. Jetzt stellt man sehr interessanterweise und auch gegen die Meinung in der deutschen Öffentlichkeit. Vier der Verdächtigen haben sich geäußert, dass dieser Hauptverdächtiger den Ermordeten nicht berührt hat an dem Abend. Sie können das gerne auch lesen vom Gerichtssaal, die Berichten. Das ist sehr interessant, dass jemand in der Öffentlichkeit so beschuldigt wird, aber eigentlich sehr wahrscheinlich da freigesprochen werden wird. Das werden wir alle sehen zusammen. Auf der anderen Seite, ich möchte auf Herrn Yilmaz Aussage zurückgehen, oder das war Herr Törn vielleicht, dass man nicht wegen eines oder zwei Fälle nicht eine große Bevölkerungsgruppe nicht bestrafen sollte oder denen die Rechte verweigern sollte. Weil 3 Millionen türkischstämmige, davon, wenn Sie 2 oder 3 Kriminelle rausnehmen, die in jeder Gesellschaft sowieso gibt, in Deutschland gibt es auch deutsche Kriminelle oder auch aus anderen Ländern. Sie können aber nicht 999.998 Türkei-Stimmige dafür verantwortlich halten und denen die Rechte gewähren. Das wäre falsch, weil in Deutschland jetzt inzwischen gibt es 2 Millionen Doppelpässler und diese 2 Millionen leben genauso wie die Nicht-Doppelpässler in Frieden und die sind sehr wahrscheinlich auch sehr gute deutsche Staatsbürger. Vielen Dank. Es gibt auch Straftäter, die haben nur eine Staatsangehörigkeit. Das ist das ganz schwer. Es gibt auch Straftäter, die haben nur eine Staatsangehörigkeit, setzen sich trotzdem ins Ausland ab, auch wenn Fälle haben. Ja, Brasilien, was da gibt. Wir haben festgestellt, wir haben hier vorne einige mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, die sie schon haben. Ich würde jetzt gerne einmal auf die Perspektive von jemandem kommen, dafür lasse ich die vier Herren hier mal für 5 Minuten alleine stehen, aber sie vertragen sich auch ohne mich in der Mitte. Dafür würde ich gerne zu jemandem kommen, der die doppelte Staatsbürgerschaft haben möchte. Esra Kaya, geboren in Berlin,
Staatsbürgerschaft türkisch, Studentin, möchte auch Deutsche werden. Wenn Sie vielleicht zu uns kommen, herzlich willkommen. Das nehmen Sie am besten in die Hand. Super. Frau Kaya, als was fühlen Sie sich? Als Deutsche oder als Türkin? Diese Frage wird seltsamerweise in Deutschland, aber auch in der Türkei gestellt. Ich fühle mich wie eine Berliner Türkin. So kann ich es am besten ausdrücken. Also ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Jedoch sind meine Wurzeln in der Türkei. Also meine ganze Familie ist in der Türkei. Und nur die kleine Familie, also Vater, Mutter und Geschwister, sind hier in Deutschland. Deswegen kann ich mich nur beiden Ländern zugehörig fühlen und nicht ein Land total wegdrängen von mir. Was versprechen Sie sich von einem deutschen Pass? Also wie Sie schon gesagt haben, seit meiner Geburt habe ich die türkische Staatsbürgerschaft. Das kam natürlich daher, dass Mutter und Vater die türkische haben. Ich war auch bis heute, also ich bin immer noch zufrieden mit der türkischen Staatsangehörigkeit. Jedoch bin ich kurz davor, meinen akademischen Abschluss zu machen. Bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und da habe ich mir halt überlegt, dass ich als deutsche Staatsbürgerin bessere Chancen in der Arbeitswelt haben könnte und auch EU-weit zum Beispiel bessere Arbeitsmöglichkeit haben könnte mit dem deutschen Pass. Würde sich sonst noch für Sie was ändern mit einem deutschen Pass? Nein. Also diese Meinung, dass, also am Anfang will ich sagen, dass die CDU und CSU eine sehr sympathische Partei für mich sind. Auch das wird ausdrücklich protokolliert. Gleich einbürgern. Jedoch, jetzt kommt das Aber. Aber ich finde es nicht schön, dass man sagt, dass wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dass diese Leute dann sich besser integrieren können in Deutschland. Das denke ich nicht. Also da ist dieses Optionsmodell, kommt mir vor wie ein Wettbewerb. Also, dass man sagt, hat jetzt die Türkei gewonnen oder Deutschland? Also, wenn man sagt, der Herr Mayer hat gerade eine Prozentzahl angesagt, dass halt die Mehrzahl wegen diesem Optionsmodell in die deutsche Staatsbürgerschaft eintreten. Das kam mir halt dann eher so vor, also kommt mir so vor von der Partei, wie so ein Wettbewerb. Also es wurde für uns entschieden, sozusagen. Aber ich würde mich selber viel wohler in Deutschland fühlen, wenn man mich so akzeptiert, wie ich bin. Also ich bin hier geboren, aber habe meine Wurzeln in der Türkei. Wie gesagt, ich fühle mich wie eine Berliner Türkin. Und ich werde Berlin immer lieben. Deutschland lieben, aber ich werde auch immer die Türkei lieben, weil meine ganze Familie dort ist und meine Wurzeln dort sind und weil ich auch kulturell und religiös aufgewachsen bin. Ja. Wie viele junge Menschen, die sich nicht für ein Land entscheiden wollen, die beide Pässe haben möchten, kennen Sie? Also wie sehr Einzelfall sind Sie jetzt nur aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive? Sehr viele. Das sind sehr, sehr viele. Also ich kenne nicht mal eine Person, die dagegen ist, also die gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft ist. Weil wie ich schon gesagt habe, so wie ich fühlen sich ganz viele und ich denke, dass auch, ich hatte schon sehr viele Gespräche über dieses Thema und ich finde das nicht logisch, wenn also Normaldeutsche, also Deutsche, die hier aufgewachsen und ihre Wurzeln auch in Deutschland haben, eine Aussage darüber treffen, wie wir uns fühlen. Also, dass wir, wenn wir die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, uns hier besser anpassen können. Also, das akzeptiere ich nicht. Denn wir sind wie so eine Mischgruppe und so wollen wir auch anerkannt werden. Haben Sie ohne die doppelte Staatsbürgerschaft Nachteile und wenn ja, welche? Wie gesagt, auf dem Arbeitsmarkt denke ich auf jeden Fall, dass ich da meine Nachteile haben werde. Also schon jetzt, wenn ich mich nach einem Studentenjob umgucke, halt nach einem Minijob, was ich halt neben dem Studium
hier antätige, schon da können Probleme auftauchen und das hatte ich erst kurz vor einem Monat, dass ich halt jetzt den Job angefangen habe, wo ich jetzt arbeite und ganz erstaunt die Leute auf meinen Pass geguckt haben, was? Du bist türkische Staatsbürgerin? Und das will man dann erst recht als Akademikerin nicht durchmachen, weil man dann halt schon gleichgestellt behandelt werden möchte. Im Moment ist... Im Moment ist die Form von doppelter Staatsbürgerschaft, die ja auch am Podium angeklungen ist, politisch offenkundig nicht durchsetzbar. Das hat man in der vergangenen Woche wieder gesehen. Da gab es ja eine entsprechende Abstimmung im Deutschen Bundestag. Da würde ich Herrn Thüring übrigens gerne noch fragen, warum er nicht da war. Jedenfalls laut Protokoll des Deutschen Bundestages. Sie lesen sich die Protokolle nicht durch. Ich habe sogar geredet an dem Tag. Das steht da nicht drin. Das konnte ich bezeugen. Ja, ich glaube, Sie sofort. Aber dann ist die Frage. Ich wollte auch noch mal sagen, die haben auch übrigens im Wahlprogramm das hier stehen. Also haben Sie sich auch die Homepage nicht richtig angeschaut. Das ist nicht wahr. Aber wobei, jetzt mal unter uns, ich fühle mich mit dem nicht sorgfältigen Durchlesen von Wahlprogrammen nicht völlig allein in der Bevölkerung. Jawohl. Das ist, ich weiß, das sollte man nicht sagen, aber was bleibt, ist trotzdem, dass im Moment jedenfalls diese Form von doppelter Staatsbürgerschaft offensichtlich, auf wie lange weiß man nicht, politisch nicht durchsetzbar ist. Was machen Sie, wenn diese doppelte Staatsbürgerschaft nicht kommt? Wie gesagt, ich denke über die deutsche Staatsbürgerschaft nach, aber mir fällt es schwer, auch meine türkische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Und schon seit einem Jahr hänge ich schon daran, diese Bürokratie halt durchzumachen, weil ich immer noch so unentschlossen bin, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Aber so wie es aussieht, werde ich die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, aber nicht, weil ich dann hier besser integriert bin, denn ich denke, ich bin schon integriert, sondern damit ich einfach nur gleich behandelt werde und dass ich keine Probleme bei meinen Bewerbungen habe, etc. Vielen Dank, das war sehr schön, dass Sie da waren. Danke. Herr Generalkonsul, man kann die türkische Staatsbürgerschaft nicht einfach so zurückgeben, habe ich von Freunden gelernt, die das mal versucht haben. Ja, ein Kollege hatte seinen Wehrdienst in der Türkei noch nicht abgeleistet, wollte Deutscher werden, um hier zu heiraten, wollte die türkische Staatsbürgerschaft zurückgeben, das ging aber nicht. Also er musste entweder, das war auch ein neuer Vorgang für mich, seinen Wehrdienst ableisten oder aber er hätte eine Ausgleichszahlung leisten können. Ich erzähle jetzt so. Die Frage, auf die ich damit hinaus möchte, ist, wenn man zum Beispiel in der Türkei, und die Türkei ist längst nicht das einzige Land auf der Welt, für die das gilt, längst nicht, die Staatsbürgerschaft nicht so leicht zurückgeben kann, was bedeutet Staatsangehörigkeit heute überhaupt noch? Herr Fritsch, das wäre gut, wenn es stimmte, was Sie gesagt haben. Ich habe zitiert. Deshalb wäre das gut, weil... So immunisieren Sie schon die Ersten, die zitieren, aber nicht schuld. Genau. Es ist so, es wurde geändert vor einigen Jahren. Jetzt ist es nicht mehr nötig, dass man seinen Militärdienst ableistet, wenn man aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden sollte. Wenn wir diese Pflicht noch beibehalten hätten, hätten wir sowieso von Amts wegen in Deutschland die Möglichkeit, dass alle türkischen, mindestens männlichen Staatsbürger die doppelte Staatsbürgerschaft